Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so viel geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so viel geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so viel geliebten Braut. August 1999. Die Mutter Gottes spricht. Meine lieben, sühnenden Kinder, ich möchte euch zu einer größeren Verehrung des Altarsakramentes aneifern. Ich hätte es gern, wenn ihr dem Besuch und der Anbetung des Allerheiligsten Sakramentes mehr Zeit und Hingabe widmen würdet. Wenn ihr wirklich glaubt, dass Jesus Christus im Altarsakrament wahrhaft zugegen ist, dann sprecht mit ihm. Erzählt ihm, was in eurem Herzen ist. Freude oder Kummer, Schmerz und Sehnsucht. Meine Kinder, wenn ihr vor dem Altarsakrament eure Gedanken voll auf Jesus konzentriert, wird er euch zeigen, wie er euch sieht. Denn durch die Gnade offenbart er eine solche Tiefe, die auf keine andere Weise erkannt werden kann. Jesus möchte euch an sein heiligstes Herz drücken. Er zieht all diejenigen an sich, die ihn in der Stille der Kirche suchen. Suchet den Herrn und ihr werdet ihn, euren Gott, der sich im Altarsakrament verbirgt, finden. Er wird euch die Fülle seiner Liebe schenken und euch mit seiner Gnade und seinem Frieden erfüllen. Jesus wartet darauf, dass ihr bei ihm einkehrt und seine Liebe erwidert, damit ihr euch in Liebe mit ihm vereinigt. Die Liebe macht euer betendes, opferbereites, sühnendes Leben immer vollkommener. Strebt deshalb stets danach. Ich segne euch durch die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.